Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Markus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Das Thema der heutigen Folge ist die Bundestagswahl 2021. Wir sprechen über die Ergebnisse, die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien und die Änderungen, die sich im Bereich auf Steuern dazu ergeben. So, Deutschland hat gewählt. Absolut, Deutschland hat gewählt. War doch ein spannender Abend gestern, wobei die ersten Hochrechnungen sich doch dann relativ schnell auch als endgültiges Ergebnis bewahrheitet hatten. Man war nicht so sicher, was mit der Linken passiert, aber die haben es ja dann nicht geschafft, zumindest nicht über die 5%-Hürde zu kommen. Ja. Die haben aber, glaube ich, trotzdem 40 Mandate, die sie über dieses komplizierte deutsche Wahlsystem ja bekommen haben. Ich hatte gestern auch über BBC, auf BBC, so die Berichterstattung angeschaut und da musste dann erstmal der Korrespondent der BBC in Berlin der Moderatorin erklären, wie das doch alles funktioniert in Deutschland mit dem Wahlsystem, weil das hat die nicht verstanden. Ja. Ich glaube, es gab noch nie so viele Parteien im Bundestag wie dieses Mal. Ja. Ja, weil die SSW noch mit dazu gekommen sind, ja. Ja, genau. Da ist doch eine bunte Vielfalt hier an politischen Meinungen vertreten. Die großen Parteien natürlich praktisch wo gleich auf, wobei dann doch noch die SPD hier 2% fast die CDU überholt hat. Aber ich glaube, die CDU war schon glücklich, dass sie da nicht unter 20% gekommen sind, nachdem, was ja dort prognostiziert worden war. Ja, Laschet hat ja dann im Brustton der Überzeugung erstmal angekündigt, die Regierung bilden zu wollen. Jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt natürlich jetzt, die Gegner sagen, mit 10% Minus ist der Weg in die Opposition geebnet. Die Stammwählerschaft sagt natürlich, hoffentlich kommt es irgendwie zu einer Regierung unter der Führung der CDU. Ich hatte gestern mit dem Weltnachrichtensender reingeschaut und da war dann der Chefredakteur der Welt am Sonntag einer der Gäste und der war der Meinung, dass für die Grünen spezifisch eine Regierungsbeteiligung mit der CDU sich positiver auf das Profil auswirken könnte, weil sie dann die einzige Linkspartei sind. Ja. Und so können alle, Linken oder sagen wir mal arbeitnehmerfreundlichen Maßnahmen und alles weitere in dem Bereich dann ihnen zugeschrieben werden, weil die waren ja doch in der Koalition mit der SPD damals unter Gerd Schröder nicht besonders glücklicher, weil er im Grunde die ganzen Lorbeeren die SPD mehr oder weniger eingeheimst hatte. Agenda 2010 lässt grüßen. Genau, also bei den Grünen hing dann, blieb dann nur das Negative dann hängen. Ja. Ja. Und insofern, das wäre natürlich bei einer CDU-Regierung nicht, naja, auf keinen Fall der Fall. Und ich glaube, die meisten Deutschen haben ja befürchtet, dass es zu Rot, und nicht die meisten, aber doch einige haben befürchtet, dass es zu Rot-Rot-Grün kommt. Gut, es wäre ja sozusagen fast schon eine Eruption gewesen, die uns dann hier bevorgestanden hätte in Deutschland unter Umständen, wenn die Linken mit dabei gewesen wären. Ja, absolut, klar. Ich meine, grundsätzlich muss man natürlich sehen, dass hier die, dass so eine Regierungsbeteiligung der AfD grundsätzlich ausgeschlossen wird, ist gut. Es müsste natürlich genauso auch bei den Linken eigentlich sein. Ja, ja, absolut. Also immerhin, da sind keine Ex-Nazis drin. In den Linken, das sind ja noch zig SED-Funktionäre drin. Also wenn jemand Diktatur hier tatsächlich praktiziert hat und noch im Leben ist, ja, dann sind es die. Ja. Ich gehe nun genauer auf die Volksabstimmung in Berlin ein und diskutiere mit Sebastian die Hintergründe und mögliche Folgen dieses Beschlusses. Gut, es war ja in Berlin gleichzeitig gestern zur Bundestagswahl noch die Wahl fürs Abgeordnetenhaus und für eine Volksabstimmung, die zum Inhalt hatte, ob die großen Wohnungsbaugesellschaften verstaatlicht werden sollen, also private Eigentümer enteignet werden sollen. Und diese Volksabstimmung hat dann eine Mehrheit bekommen, irgendwo über 50% auf jeden Fall. Das heißt, das Volk hat entschieden, das Berliner Volk, dass die Verstaatlichungen von Wohnungsbaugesellschaften soweit politisch legitimiert sind. Es ist natürlich spannend, was die Regierungsparteien daraus machen. Am Anfang sah es so aus, dass die Grünen die Mehrheit haben, jetzt Franziska Giffey unter der SPD. Bleibt natürlich abzuwarten, inwiefern die Linke in der Regierung dort beteiligt wird und inwiefern sie dann dort auch das Programm durchsetzt, auf Berlin bezogen. Ja, das würde mich ja freuen, wenn ich diese Wohnungsbaugesellschaft wäre, weil dann kann ich garantiert hier einen hohen Preis durchsetzen.
Finanzinvestoren werden sich ja freuen. Gut, Geld ist natürlich langfristige Wertanlage, ist mir schon klar. Ja. Aber da ist natürlich die Frage, ob das die Vorausschau gewesen wäre für eine rot-rot-grüne Regierung auf Bundesebene. Ja klar, also die Frage ist ja schon mal überhaupt, ich meine, du kannst ja viel das Volk fragen, wenn du das Volk fragst, ob Kinderschänder hingerichtet werden sollen, wird auch die Mehrheit entscheiden. Ja. Oder ob Minarette verboten werden sollen, wird auch die Mehrheit, neue Minarette, die in der Schweiz ja mal abstimmen haben lassen. Man kann ja viel entscheiden. Ja. Die Frage ist ja, ob es rechtmäßig ist. Das macht ja eigentlich rechtmäßig, nur weil eine Mehrheit sich dafür entscheidet. Ja. Also es scheint mir so, dass da doch der Rechtsweg vorprogrammiert ist. Ja. Ja, aber genau, man muss natürlich, ich denke, was sich auf jeden Fall zeigt, ist natürlich, es ist natürlich schon objektiv so, dass natürlich jetzt hier auch zur Zeit der Pandemie oder vielleicht auch schon davor, aber die Zeit, die ganze Pandemie hat das Ganze jetzt nochmal hier letztlich auf den Punkt gebracht und nochmal verschärft, dass da eine große Ungleichheit natürlich entsteht. Die Schere zwischen Reich und Arm geht immer weiter auf. Das heißt natürlich schon viele frustriert, die mehr oder weniger von den, weiß ich, die zum Beispiel keine Aktien haben, die jetzt nicht hier profitiert haben von steigenden Aktien der letzten Jahre, die keine Investitionen haben, die jetzt nicht von der Wertsteigerung von Immobilien profitiert haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja doch die Vermögenden, deren Vermögen ja fraglos in Deutschland wie auch in anderen Ländern wie in den USA stark angestiegen ist. Ja. Und da macht sich halt so ein gewisser Unmut schon breit. Und das ist halt ein Nährboden für Populismus. Ja, ist ja völlig klar. Ein Populismus sowohl für rechts als auch für links. Ja. Und das ist halt im Grunde genommen, muss man damit verantwortungsvoll umgehen, ja, als Politiker. Um genauer auf verschiedene Szenarien eingehen zu können, stellt sich nun erst einmal die Frage, welche Koalitionen zustande kommen könnten. Also man muss jetzt ja mal sehen, was jetzt passiert. Ja, also das heißt, wir haben jetzt im Grunde ja drei verschiedene Möglichkeiten. Ja, also oder drei wahrscheinliche, eine von drei Möglichkeiten, Großkoalition. Dann gibt es die Ampel und dann gibt es die Jamaika. Die CDU will natürlich Jamaika. Die SPD will die Ampel. Die Große Koalition will, glaube ich, niemand. Und ich glaube auch im Volk ist auch die Große Koalition nicht weiter gewollt. Ja, es ist gewollt, dass jetzt hier ein Wechsel passiert, glaube ich. Und deswegen Große Koalition. Großen Koalition überdrüssig. Ja, also ich würde sagen, falls sich die in den Dreiergremien nicht einigen werden, wird es zur Großen Koalition kommen. Ja. Du glaubst oder zu Neuwahlen. Oder zu Neuwahlen, ja klar. Natürlich, das kann auch passieren, klar. Aber momentan würde ich sagen, da ja die SPD die stärkste Partei ist, würde ich jetzt dazu tendieren, dass es zu einer Ampel kommt. Jamaika unter der Führung der CDU halte ich ja völlig für völlig abwegig. Aber gut, außer natürlich, es gibt so strategische Aspekte, die ich vorhin erwähnte mit den Grünen, dass die sich hier profilieren wollen, klar. Aber ich halte für das wahrscheinlichste Ergebnis dann der Koalitionsverhandlung eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, wobei ich mir nicht sicher bin, wie die FDP das mit ihrem Programm vereinnahmen kann. Das Gespräch kommt dann auf die Klimapolitik und die verschiedenen Parteien zu sprechen. Ich denke, wir haben definitiv große Deckungsgleichheit bei allen Parteien, was das Thema Klimawandel anbelangt. Ich glaube auch nicht, dass das nur noch eine Frage ist von Grün oder nicht Grün. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch weiß, dass da Handlungsbedarf ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es jetzt zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen wirklich jetzt, ob man jetzt hier wahnsinnig grün sein muss, um zu sehen, dass das einfach die Zukunft ist. Ja klar, ich meine, wer will irgendwelche Dreckschleudern rumhaben, die Luft verpesten, die keine haben? Das ist ja total normal. FDP und Grüne, spannend wird es eben. Die FDP will ja mehr über Anreize von Innovationen schaffen und ich glaube, bei den Grünen geht es potenziell ja eher über Verbote oder feste Gesetze, die irgendwelche Dinge verbieten. Also klassischerweise Verbrennungsmotor muss der verboten werden oder die FDP würde jetzt sagen, habe ich genug Anreize, dass einfach die neuen Technologien sowieso kommen. Nee, also ich würde auch verbieten, Verbrennungsmotor, ja, völlig klar. Ich glaube, verbieten, man sieht ja, wie stark da die Autolobby ist. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, ja. Aber man kann schon, also ja, ich meine, ich denke, das wird man schon verbieten müssen. Also wie gesagt, ich glaube, das Umweltthema ist eigentlich das Thema, wo es am wenigsten Diskrepanzen wirklich gibt. Natürlich, die FDP vertritt natürlich viele Unternehmer in gewisser Weise und da wird es natürlich schauen müssen, wie das Unternehmen betrifft. Natürlich muss man sich um Zeiträume einigen. Ja, passiert das 2030, 35 oder was auch immer, ist ganz klar. Ja. Aber
auch so Dinge wie jetzt hier industrielle Landwirtschaft und so, dass das und Tierschutz, dass da bestimmte Vorkehrungen getroffen werden und dort Missbräuchen, dass da Missbräuche bekämpft werden, ist ja völlig klar. Ich glaube, die FDP hat dann ein geringes Problem oder ein Problem, was sie jetzt im Prinzip versuchen zu lösen, nämlich, dass sie, wenn sie mit der SPD koalieren, so ein bisschen ihre Stammwählerschaft vergraulen, und die ganzen FDP-Wähler hätten natürlich lieber Jamaika. Aber deswegen kommt es mir schon sehr auffällig vor, wie Christian Lindner auch die ganze Zeit sagt, er hätte lieber Jamaika, sodass er dann im Falle einer Ampel auch sagen kann, ja, wir haben alles versucht, aber wir müssen den Wille des Wählers natürlich auch berücksichtigen, wenn es dann doch zur Ampel kommen sollte. Ja, er könnte ja auch immer sagen, nur wegen der FDP war es nicht so schlimm gekommen, wie es eigentlich hätte kommen sollen, ja, kommen können. Ja. Also insofern, da kann ich dann schon rausreden. Daraufhin frage ich Sebastian nach den Plänen in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien zum Thema der Vermögensteuer. Da einige befürchten, dass die Vermögensteuer, die vor Corona im Gespräch war, nun eingeführt werden könnte. Also die Grünen sagen Vermögensteuer ab 2 Millionen Vermögen. Okay. Wobei Betriebsvermögen begünstigt werden sollen. Die SPD sagt, Vermögensteuer ja, aber nur auf sehr hohe Vermögen, legt sich aber nicht auf eine bestimmte Grenze fest. Natürlich, die FDP hat keine Vermögensteuer. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was die FDP plant. Ja. Mit der Vermögensteuer, das muss man sich natürlich gut überlegen, das ist klar, die Vermögensteuer ist ja im Prinzip sowieso schon, die ist ja momentan einfach nur außer Kraft gesetzt, gibt sowieso schon. Ja. Ob die wirklich was bringt oder nicht, wird man sehen müssen. Andere Länder haben sie auch. Ist nicht unbedingt sehr effizient. Es gab ja einen bestimmten Grund, warum die außer Kraft gesetzt wurde. Das hat natürlich auch mit dem Spitzensteuersatz zu tun. Aber die 2 Millionen hören sich ja nicht nach so viel an jetzt auf den ersten Blick, oder? Weil wenn ich jetzt von Betriebsvermögen ausgehe in irgendeiner Form oder wenn ich ein Gebäude habe, was schnell einen gewissen Wert hat, kann ich ja schnell über diese Grenze von 2 Millionen Euro kommen. Ja, absolut, sehr schön. Also ich meine, wir wissen ja an anderer Stelle, wenn wir über die Wegzugsteuer sprechen zum Beispiel, dass das Finanzamt eine Gesellschaft bewertet für die Wegzugsteuer mit dem 16-fachen des Jahresgewinns. Also das heißt, jeder, der eine GmbH hat, die über 125.000 Euro Gewinn macht, der hat im Prinzip 2 Millionen. Das heißt, wenn ich davon dann jedes Jahr 1% bezahlen muss, zahle ich jedes Jahr mal eben 20.000 extra. Ja. Mhm. Was natürlich wahnsinnig ist. Ja. Gut, es steht hier, Betriebsvermögen soll ausgenommen werden. Muss man natürlich wissen, was damit gemeint ist. Also ich meine, heißt Betriebsvermögen, was ist eine GmbH, die kein Vermögen hat, aber einfach einen Gewinn macht? Ja, hat die Betriebsvermögen oder nicht? Ja, das müsste man natürlich sich dann mal anschauen. Das sind natürlich ganz erhebliche Werte. Natürlich könnte da auch die Lösung drin liegen, zum Beispiel, dass man sagt, man gibt bestimmtes Vermögen, wie zum Beispiel jetzt Immobilien, in Gesellschaften. Nein, ja. Da muss man natürlich dann sehen, wie das genau interpretiert wird. Aber wir haben definitiv Mandanten, die das gemacht haben, ja, die das schon lange vor der Wahl jetzt gemacht haben, wie zum Beispiel Immobilienvermögen in Kapitalgesellschaften hinein verschoben haben aus dem Grund. Das heißt, du würdest es auf jeden Fall für wahrscheinlich halten, dass irgendeine Form von Vermögensabgabe möglich ist und die FDP da sozusagen ihr Wahlversprechen, dass keine Steuererhöhungen kommen würden, nicht wahrmachen kann. Ich kann es nicht sehen, dass die FDP hier Steuererhöhungen vermeiden kann. Wir kommen ja gleich noch zu den anderen Steuern, die geplant sind. Ja. Mhm. Also ich denke, das mit der Vermögensteuer wird auf jeden Fall kommen. Das ist ja auch so ein ganz, wir haben vorhin vom Populismus gesprochen, ja, und das ist ja alles, was es ist. Ja. Ja. Wenn man sich anschaut, wie die Vermögensteuer generiert wird und wie viel das ist, dann gäbe es sicherlich einfache Wege, das Geld zu finden. Ja, aber so viel ist es ja tatsächlich nicht. Aber da geht es halt einfach um Populismus, um hier der breiten Masse das Gefühl zu geben, dass die Reichen auch ihren Beitrag bezahlen. Ja. Gut, ich glaube, es ist ja dann noch eine Frage, wie man das Kind nennt, aber du würdest schon konkret davon ausgehen, das wird eine Vermögensteuer, die auch so heißt. Ja, ich glaube, das kommt. Das wurde schon so lange davor jetzt hier angekündigt. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Ja. Auch zur Einkommensteuer äußern sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen und auch diese Pläne werden von uns diskutiert. So andere Steuern, die jetzt hier angesprochen werden, sind die Einkommensteuer. Also die SPD sagt, die Steuern sollen für die Mehrheit sinken. Die oberen 5% sollen stärker belastet werden. Absolute Spitzenverdiener sollen 3% mehr bezahlen als bisher. Also das sind 250.000 für Alleinstehende, für Singles 500.000 für Paare.
Die sollen weiterhin die oberen 10% in Solidarität, den Soli bezahlen. Steuerliche Abzugsfähigkeit von Managementgehältern soll begrenzt werden. Das Gleiche stellen auch die Grünen vor. Die sagen auch, dass hohe Managergehälter nicht mehr als Betriebsausgaben angerechnet werden können. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz moderat anheben ab einem Einkommen von 100.000 für Alleinstehende 45% und ab einem Einkommen ab 250.000 auf 48%. Momentan ist ja der Spitzensteuersatz fällt an bei ab 58.000. Ich muss immer schmunzeln über die Grünen. Die Grünen sagen immer oder ab und zu mal, wir wollen jetzt auch besteuern nach Nationalität, so wie die Amerikaner. Bei den Amerikanern gilt der Spitzensteuersatz von 37%, ja, ab einem Einkommen von 500.000. Ja. Das ist dann doch ein beträchtlicher Unterschied. Ja, genau. Und hier heutzutage ab 58.000 der Spitzensteuersatz. Ja. Also ich meine, was hast du im Monat dann netto? Also nicht besonders viel jedenfalls. Nee. Ja. Gut, das wäre auch meine Frage. Also Spitzensteuersatz ist ja immer die Frage, wie viele Menschen betrifft es alles? Und ich sag mal, Stammwählerschaft von der SPD und Grünen kann man vielleicht sagen, wäre ein Großteil erstmal nicht betroffen. Aber bei solchen Zahlen muss man ja schon sagen, dass ich dann früher darunter falle, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Also, dass dann doch mehr eine höhere Steuerlast haben, als man zuerst denkt. Ja, wobei wir sprechen bei 100.000 Euro und mehr, sprechen wir von relativ wenigen Leuten. Ja? Also wir sprechen von einem kleinen Millionenbetrag vielleicht von Steuerzahlern. Ja. So, die Steuerpyramide in Deutschland, wenn man sich das anschaut, die ist oben extrem dünn. Es ist schon fast eine Nadel. Ja. Wobei man ja schon sagen muss, beim oberen dünnen Bereich wird die FDP ja zentral wichtige Wähler haben. Das heißt, die werden ja irgendwo das Zünglein an der Waage auch sein, beziehungsweise die Frage sein, wie weit können die sich aus dem Fenster lehnen oder nicht. Absolut, ja. Wobei, wie gesagt, ich sehe, die FDP wird halt bei einigen der Dinge hier wohl dann das Zünglein an der Waage sein, aber die wird auf keinen Fall hier Steuererhöhungen meiner Meinung nach komplett verhindern können. Ja, einfach weil sie mit, wie viel Prozent waren es jetzt, 11,5, glaube ich, in diesem Dreierbündnis, die mit den wenigsten Prozentzahlen sind. Naja, ich denke, weil ansonsten werden die ganzen Gespräche scheitern. Ja? Dann wird man halt sagen, okay, dann wird halt die SPD die große Koalition anstreben oder sowas. Mhm. Wobei das die Frage ist, ob sie das ja nur unter einer Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Ja, klar, natürlich. Ja gut, ich glaube, dass dadurch, dass die SPD die stärkste Partei ist, wird da an sich nichts ändern. Der wird auf jeden Fall Kanzler werden. Das würde mich jetzt wundern, wenn es dort nicht zu einer Lösung kommen würde. Okay. Also das heißt, gut, nun sind ja Unternehmer von der Einkommensteuer letztlich nicht unbedingt so stark betroffen, weil ja man oft auch diesen Punkt letztlich steuern kann über das Gehalt, das man zahlt. Dann hat man Unternehmensgewinne, Gewerbeeinkünfte und so weiter, die ja dann möglicherweise, sicherlich ist da auch zum Teil bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen eine Einkommensteuer zu bezahlen. Aber man hat, zum Beispiel, wenn man eine GmbH hat und irgendwo angestellt und sich selbst anstellt, natürlich einen gewissen Spielraum, um zu sehen, wie viel man jetzt genau sich bezahlt oder nicht. Da wird man einen gewissen Stellschrauben finden können. Aber auch andere Steuern und Regelungen werden in den Wahlprogrammen adressiert. Diese fasst Sebastian kurz zusammen. Es sind jetzt auch noch andere Dinge hier, die jetzt hier beschlossen worden waren oder die im Wahlprogramm zumindest drinstehen. So will zum Beispiel die SPD jetzt nochmal weiter an der Erbschaftssteuer irgendwas drehen, weil es wurde festgestellt, dass vermögende Unternehmenserben bevorzugt würden. Mhm. Jetzt wird also soll eine Mindestbesteuerung in solchen Fällen inklusive auch für Stiftungen dann hier entsprechend eingeführt werden, laut dem Parteiprogramm der SPD. Die Grünen, wie gesagt, sagen natürlich auch, Vermögensteuer haben wir schon besprochen. Frage ist ja auch bei den Parteien des Ehegattensplitting, also sowohl SPD als auch die Grünen wollen das für neu verheiratete Paare dann beenden. Und den, wie gesagt, Solidaritätszuschlag haben wir schon besprochen, wollen auch die Grünen weiter behalten. Abgeltungssteuer haben wir jetzt noch gar nicht besprochen.
Aber Abgeltungssteuer ist natürlich auch ein Thema, was laufend diskutiert wird. Daneben wollen die Grünen auch die 10-Jahres-Spekulationsfrist für Immobilien abschaffen. Ebenso auch die Veräußerungsgewinne oder die Steuerfreiheit bei Veräußerungsvergünstigungen mit Edelmetallen, Rohstoffen und Kryptowerten beenden. Das heißt, was bisher steuerfrei war, nach der Frist wird dann voll steuerpflichtig zum Einkommensteuersatz oder Kapitalertragssteuer, je nachdem. Genau. Gut, das wird, denke ich mal, wird nicht alles so kommen. Natürlich gibt es dann auch noch die Finanztransaktionssteuer, die beschlossen werden soll, dass Online-Unternehmen, also wir reden jetzt von den Online-Giganten, gerechter besteuert werden sollen, Digitalsteuer und so weiter und so fort. Ich meine, das sind ja schon lange Forderungen der SPD und der Grünen auch. Was siehst du da für eine Reaktion? Also ich meine, wenn wir jetzt mal das Szenario weiterspielen von der Ampelkoalition, jetzt wird Olaf Scholz versuchen, möglichst schnell Koalitionsverhandlungen anzustreben, diese dann in eine erfolgreiche Regierung umzubilden, sodass die neue Regierung vielleicht im Dezember, spätestens im Januar in Kraft tritt. Was denkst du, mit welchem Tempo man sich darauf einstellen muss, dass dort Änderungen auf einen zukommen? Also wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall ja Änderungen, gerade jetzt, die jetzt unsere Zuhörerschaft betreffen, ab Anfang nächsten Jahres. Und da geht es ja um die Wegzugsteuer. Ja. Die wird auf jeden Fall verschärft im nächsten Jahr. Das hat mit der Wahl nichts zu tun. Da geht es letztlich ein Teil der Anti-Tax-Avoidance-Direktive der EU, die zunächst eigentlich nur Betriebsvermögen anbelangt. Also eine sogenannte Entstrickung eigentlich. Da haben jetzt aber die Deutschen dann übereifert, wie sie sind, auch noch gleich die Wegzugsteuer dann verschärft. Diese Neuerungen gelten auf jeden Fall ab nächstem Jahr. Dabei gibt es einiges zu beachten. Da sind relativ eklatante Änderungen drin enthalten, sodass man zum Beispiel bei einem EU-Wegzug die Wegzugsteuer nicht mehr stunden kann. Und sie ist auch schon gültig, wenn man 7 Jahre in den letzten 10 Jahren unbefristet in Deutschland steuerpflichtig war, nicht wieder vor, nach 10 Jahren erst. Ja. Das heißt, wenn ich dann ab 1. Januar sozusagen auch in ein anderes EU-Land umziehe, kann es sein, dass ich der Wegzugsteuer unterliege und dort Steuern bezahlen muss. Genau, also Wegzugsteuer ist ja zu bezahlen auf Anteile von inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften über 1%. Dort wird ein sogenannter fiktiver Veräußerungserlös dann bewertet oder gefunden, definiert vom Finanzamt. Weil die Firma ja eigentlich weiter besteht, einfach im. Genau, man verkauft die ja nicht, aber es wird ein fiktiver Veräußerungserlös vom Finanzamt bestimmt. Wir hatten ja vorhin schon besprochen, sagen wir mal so ganz grob, Gewinn mal 13, zwischen 13 und 16. Ja, das heißt, eine Firma mit 100.000 Gewinn ist 1,3 Millionen wert oder 1,6 Millionen. Und man angenommen hat diese Gesellschaft gegründet mit 25.000 Euro Stammkapital, dann ist es nach Teileinkünfteverfahren zu besteuern. Das heißt, 60% des Erlöses mit Einkommensteuern. Da bin ich also schnell bei einer kleinen Firma eigentlich 100.000 Gewinn bei 400.000 oder so. Okay, eklatante Einschnitte, die hier bevorstehen. So, die gibt es jetzt natürlich auch schon, wie gesagt, wenn man innerhalb der EU, also man muss dazu sagen, dass der Europäische Gerichtshof diese Wegzugsteuer dann als nicht mit dem EU-Recht vereinbar definiert hat, deswegen konnte diese Steuer dann gestundet werden, wenn man innerhalb der EU umzieht. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht klar, warum die Bundesregierung jetzt entschieden hat, gegen den Entscheid des Europäischen Gerichtshofes vor einigen Jahren jetzt wieder die gleiche Steuer auf die gleiche Weise einzuführen. Ich denke, sie probieren es einfach nochmal. Muss man sehen, aber kann passiert. Man auch den Rechtsweg dann schon wieder relativ sicher ansehen? Genau. Nur natürlich das Finanzamt, das wird ja sagen, okay, macht nur einen Rechtsweg, aber zahlt jetzt trotzdem erstmal. Ja. So, was man da natürlich tun kann, ist, man kann es in 7 Raten bezahlen, diese Wegzugsteuer. Das kann man natürlich machen. Also man schuldet jetzt 400.000, dann zahlt man das halt in sieben Raten ab. So, aber eigentlich das Wichtige ist ja, diese Wegzugsteuer kommt auf jeden Fall. Und das heißt, selbst wenn jetzt im Grunde genommen bis Ende des Jahres eine Regierung steht und noch keine Regierung steht, wenn man umziehen will und man hat natürlich Kapitalgesellschaften, ist an Kapitalgesellschaften beteiligt, dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt jetzt, noch im Laufe dieses Jahres. Weil danach wird alles andere schwierig. Also das heißt, selbst es ist halt leider so, dass man nicht immer genau weiß, wie jetzt hier sich die Politiker entscheiden und wie es genau dann auch passieren wird. Aber notfalls muss man eben dort eine Entscheidung treffen und die man auf Annahmen diese Entscheidung treffen. Ja. Mir ist ja völlig klar, dass keiner, der jetzt glücklich ist, der Familie hat,
der sich arrangiert hat mit der Situation, dass der jetzt dort aus Deutschland weggehen wird, ist ja völlig klar, finde ich, passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wegen der Wahl zu einem Exodus kommt. Das halte ich für völlig unrealistisch. Das heißt, über wen sprechen wir, der jetzt darüber nachdenken könnte oder für den es vielleicht gerade jetzt attraktiv sein könnte, nochmal in ein anderes Land zu gehen? Also wir sprechen jetzt konkret, denke ich, von Personen, die vor allem jetzt während der Corona-Krise im Grunde verstanden haben, dass es völlig egal ist, von wo aus sie arbeiten, wo sie leben. Es wird heutzutage nicht mehr erwartet von Kunden oder Geschäftspartnern, dass man vor Ort ist in Deutschland. Man kann von überall aus arbeiten. Ja. Das heißt, diese Hypermobilität sozusagen, ja, die ist jetzt mehr oder weniger salonfähig geworden. Ja. Früher war das ja immer so, dass man relativ schnell gesagt hat, wenn jemand so arbeitet, der kann sich nicht mal ein Büro leisten. Das hat sich jetzt heute komplett verändert. Das heißt, es ist jetzt mehr oder weniger angebracht und rational, ja, wenn man virtuell arbeitet, hier mit Zoom. Und diese Personen, die das verstanden haben, die sagen sich jetzt natürlich, na ja, wenn ich das sowieso machen kann, was hält mich dann noch? Und das ist jetzt gar kein Problem, was spezifisch mit Deutschland oder so zu tun hat. Ja, also ich kann dir sagen, ich hatte jetzt letzte Woche mit jemandem gesprochen, Mandant von mir, der hatte ein Deutscher, der lebt in Großbritannien allerdings, der hatte sein eigenes Startup gegründet. Das ist dann während Corona, musste er das schließen und hat dann bei einem anderen Startup angefangen als ein wichtiger Angestellter, zunächst auf Freelance-Basis, ich glaube im Softwarebereich. Dieses Startup wiederum hat eine virtuelle Event-Software entwickelt. Ja, die war natürlich dann total im Trend in Corona, während Corona. Das Unternehmen ist jetzt 8 Milliarden wert und er hat da ein paar Aktien. Wohnt, aber wie gesagt, in Großbritannien. Ja, das Unternehmen ist aber nicht britisch. Aber das hat persönliche Hintergründe, dass er in Großbritannien wohnt. So, der sagt sich jetzt natürlich, was soll ich jetzt hier bleiben? Der zieht jetzt irgendwo hin, Cayman Islands oder sowas, oder irgendwo in die Karibik, ja. Zieht da hin, keine Steuern, und wenn das ist dann sowieso in der gleichen Zeitzone, ist passt ihm noch gut. Und wenn das ganze Ding dann an die Börse geht und er die Anteile verkaufen kann, dann ist es komplett steuerfrei. Ja. Das heißt, wir reden jetzt nicht über irgendjemand, der, was weiß ich, ein Möbelhaus hat und dort klassischer Unternehmer in Deutschland ist mit einer Basis dort, sondern wir reden über digitale Nomaden, die wirklich von egal wo arbeiten, vielleicht eben Dienstleister sind und ihre Tätigkeit von jedem Ort der Welt durchführen können. Ja, nicht nur digitale Nomaden, aber das ist sicherlich ein großer Teil davon. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders viele Leute gibt, die jetzt von heute auf morgen einfach die Koffer packen und gehen. Das geht ja gar nicht mit Familie und so weiter, wird keiner machen. Ja. Es ist natürlich auch so, dass viele Unternehmer, die jetzt ja gut verdient haben in Deutschland, schlicht und ergreifend die Steuern einfach als, ich sage jetzt mal, Teil der Betriebsausgaben mit einkalkulieren. Ja. Ja. Wer jetzt erfolgreich ist, der sagt einfach, okay, dann muss ich halt 10% mehr verdienen oder muss die Preise steigen dann oder was auch immer. Ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass es hier jetzt zur Steuerflucht kommt. Also das wird es nicht geben. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt auf Deutschland beschränkt ist, das Problem. Aber es gibt natürlich eine Gruppe von Personen, die gerade jetzt auch vielleicht jüngere Leute jetzt neue Startups machen und so weiter und so fort, die sich natürlich überlegen, warum soll ich das noch hier weitermachen? Und da geht es nicht mal nur um Steuern, da geht es um ganz andere Themen ja auch. Lebensstil, gutes Wetter, mal was anderes machen und so weiter und so fort. Also wer lebt nicht gerne mehr unter Palmen? Naja, genau. Bei den wenigsten Menschen ist Steuer eigentlich die einzige Motivation im Leben. Ja, ja, weil das würde einen auf Dauer auch unglücklich machen. Ja. Weil niemand möchte ja, wenn er sich irgendwo wohlfühlt, sagen, okay, ich muss jetzt nach 5 Monaten und 25 Tagen mir die Koffer packen und gehen, weil sonst wäre ich steuerpflichtig. Ja. Okay. Aber es ist eben so, dass wir jetzt, glaube ich, gerade momentan so ein Gesamtgemisch haben, ja, durch Corona, durch dieses Remote-Arbeiten, und jetzt kommt die Sache mit den Wahlen dazu, wo man eben doch relativ sowieso schon, ich will nicht sagen, auf der Flucht ist, aber zumindest gedanklich schon vielleicht sowieso weg ist, ja, und auch sozusagen ein bisschen die Verbindung verloren hat zum Arbeitsplatz, zu den Kollegen und so weiter, also wo man sowieso isoliert auch gearbeitet hat, ja. Um das Thema Wegzugsteuer etwas zusammenzufassen, habe ich Folgendes zu sagen. Das heißt, wir können festhalten, wir haben eine Reihe von Argumenten. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich vielleicht nicht mehr in Deutschland leben möchte. Und jetzt
kommt mit der Wegzugsteuer zum Beispiel ein Grund oder aber auch mit einer möglichen Ampelkoalition und den Folgen, die sich daraus für mich ergeben, ein weiterer Grund neben vielen anderen hinzu, warum ich vielleicht jetzt im Ausland leben möchte. Oder nicht mal ein Grund, ich glaube einfach ein Auslöser. Okay. Also deswegen ist halt, warum ich es jetzt mache und nicht in einem Jahr. Vielleicht würde ich auch sonst sagen, okay, ich schiebe es einfach mal noch weiter hinaus, ja. Aber ich glaube schon, dass jetzt definitiv ein Trend erkennbar ist, gerade hier ein verstärkter Trend. Und jetzt wird ja auch von den Parteien aufgegriffen. Ich meine, die Grünen sagen ja nicht zu Unrecht, dass man hier besteuern will nach Nationalität, ja. Weil das ist ja dann das Einzige, was dann am Ende noch bleibt, ja. Also im Grunde ist das ja die ultimative, die nukleare Option dann, ja. Eine nukleare Option. Gut, ich glaube aber auch politisch ist ja da, also auch bei den Parteien, geht ja da, also es gibt dieses Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Also ich glaube, das kann man im Grunde dort auch sagen. Und wenn das jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlauf bringt, ist, dann ist es vielleicht so. Aber ich glaube, nach dem wäre es ja auch wahrscheinlich weniger sinnvoll, ob jetzt Jamaika oder Ampel nicht gut seine Politik danach auszurichten. Ja, und ich glaube auch gar nicht, dass es mit EU-Recht vereinbar wäre. Ich meine, wie gesagt, denn wir haben ja doch schon die, also ich meine, es ist ja auch definitiv gemäß EU-Recht so gewollt, dass tatsächlich jeder innerhalb der EU barrierefrei umziehen kann und auch tatsächlich sagen kann, was auch immer er für Gründe hat, ja. Ob es das schöne Wetter ist und niedrige Steuern sind, ob das für seine Branche ein besonders eigener Standort ist. Also das ist genau gemeint mit Freiheit. Freiheit ist ja keine Freiheit, wenn ich mich dafür rechtfertigen muss. Ja. Ja. Also eben, wir reden über Niederlassungsfreiheit hier. Wir reden über Niederlassungsfreiheit. Und das gilt ja umgekehrt auch für Deutschland, ja. Also ich meine, und da ist jeder Staat natürlich auch gefragt, hier ein gewisses Umfeld zu schaffen, was positiv ist. Ja. Also deswegen, ich denke, wie gesagt, dass diese Wahl jetzt hier keine Steuerflucht auslösen wird. Weil, wie gesagt, die wenigsten wollen auf der Flucht sein. Also niemand will eigentlich von irgendwas wegrennen. Aber natürlich, wenn ich mich entschieden habe, sowieso wegzuziehen, dann kann ich sagen, okay, also ich meine, ich hätte es vielleicht erst nächstes Jahr gemacht, dann mache ich es nicht jetzt. Ja. Ich glaube, dass das einfach hier ein Trend ist. Und wie gesagt, dass dadurch dann, wie Corona ja auch viele existierende Trends beschleunigt hat, ja, geht das im Grunde genau diese Wahl in die gleiche Richtung. Da werden einfach bestehende Trends beschleunigt und man zieht halt eher um, als man vielleicht gedacht hat. Hier zeigt Sebastian noch einen weiteren wichtigen Aspekt auf. Man muss halt auf der anderen Seite sagen, dass im Grunde genommen der Umzug, und das ist in gewisser Weise ja ein Mantra, was wir immer und immer wieder wiederholen auch, ja, und ein bisschen auch so wie eine kaputte Schallplatte klingen. Der Umzug ist halt nun mal die einzige Lösung, wirklich die einzige Möglichkeit, wirklich steuerlich was zu bewegen. Ja. Die wenigsten sind in der Lage, jetzt hier zu sagen, sie gründen jetzt irgendwo eine Gesellschaft, stellen da 10 Leute an, stellen da irgendeinen Geschäftsführer an, der 100.000 Jahre verdient, zum Beispiel in Malta oder so. Was ja letztlich die Voraussetzungen sind, dass so eine Auslandsstruktur überhaupt im Rahmen der Niederlassungsfreiheit ja akzeptiert werden würde vom Finanzamt. So, die wenigsten haben die Möglichkeit, es zu tun. Und ich meine, solche Scheinkonstrukte von wegen wie Treuhänder oder ich setze da irgendwas Virtuelles auf, das ist ja absolut riskant, ja. Nicht auf keinen Fall zu empfehlen, weil es sehr empfindlich gehandelt wird. Funktioniert sozusagen Maßnahmen. Zu Recht. Also es ist rechtswidrig. Und das kann man niemandem empfehlen, das zu machen. Ja? Natürlich als großes Unternehmen, wir wissen ja zum Beispiel, Lufthansa hat in Malta eine Gesellschaft, die dort Flugzeuge repariert und wartet. Ja? Ich glaube, die haben dort, soweit ich es weiß, 200 Mitarbeiter oder sogar mehr. Mhm. Ja? Das ist natürlich was anderes. Ja, wenn ich das kann, dann ist natürlich der Umzug nicht notwendig. Ja. Aber in allen anderen Fällen ist der Umzug die einzige Möglichkeit, eigentlich an der Steuerbelastung signifikant was dran zu verbessern. Logisch. Also wirklich jetzt 80% oder so zu sparen. Ja. Ja. Ohne das geht es einfach nicht. Ja. Jetzt heißt ja der Podcast nicht ohne Grund Perspektive Ausland. Vielleicht können wir jetzt so im Anschluss noch ein bisschen Perspektive auch bieten und vielleicht über einzelne Länder auch sprechen. In den Shownotes seht ihr dazu auch die einzelnen Verlinkungen zu den Folgen, die wir schon gemacht haben. Sebastian, kannst du vielleicht mal sagen, wenn ich mich jetzt auf den Weg gemacht habe, entschieden habe, okay, ich möchte Deutschland verlassen
ob jetzt wegen der Bundestagswahl oder aus welchen Gründen auch immer, welche Perspektive siehst du denn im Ausland? Welche Länder wären denn attraktiv für mich als Unternehmer? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass niemand aus allein aus steuerlichen Gründen umzieht und auch nicht umziehen soll, denn es wird auf Dauer niemanden glücklich machen. Es hätte keinen Sinn zu sagen, ich zahle weniger Steuern, aber bin tot unglücklich. Das bringt ja niemandem was. Ja. Das heißt, man muss sich zunächst mal selbst genau prüfen, was denn die eigentlichen Präferenzen eigentlich sind, welche Lebensvorstellung man hat. Und das fängt natürlich bei Dingen an wie Wetter, Kultur und so weiter und so fort. Denn wie gesagt, wenn man ins Ausland umzieht, dann muss man tatsächlich umziehen. Man entkommt einer Steuerpflicht nicht, wenn man nur so tut, als ob. Da gibt es ja viele Prominente, die das versucht haben und dann große Probleme hinterher bekommen haben. Was ja auch richtig ist. Das heißt, die erste Frage ist mal, wo gefällt es mir überhaupt? Man muss natürlich sehen, dass es jetzt ganz nett ist, in manchen Ländern mal Urlaub zu machen. Ja, ob es dann wirklich gut ist, da zu leben, ist natürlich auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ja. Dann teilt Sebastian noch konkrete Beispiele mit uns, auf deren Vor- und Nachteile wir näher eingehen. Aber wir haben natürlich ganz klar, ein heißer Kandidat ist natürlich immer Malta. In Europa noch. In der Europäischen Union, auch innerhalb von Schengen. Das heißt, man kann da ohne weiteres ein- und ausreisen. Ist gut zu erreichen von überall. Ich glaube, da gibt es alleine 10 oder 15 Flüge von Deutschland jeden Tag, ja, mindestens. Ja. Aber man muss natürlich sehen, und du weißt ja selbst, du hast ja auch relativ viel Zeit auf Malta verbracht, ist natürlich jetzt nicht so schön wie Mallorca zum anderen und natürlich sehr eigen. Ja? Also es erinnert dann eher an den Mittleren Osten. Ja? Als für jetzt mich war es immer so eine Mischung aus Italien und irgendwo ein arabisches Land dort, sowohl von der Mentalität auch als auch von der Sprache. Genau, und das kann man jetzt lieben. Jetzt haben wir ja noch einen Bruder, der auch dort sehr gerne lebt und auch die Sonne so sehr liebt. Aber eben, es ist eine Geschmacksfrage. Mir wurde es dann irgendwann schnell zu eng auch. Ja, es ist beengt. Ja, es gibt auch, du kannst dann zwar jede Menge Geld verdienen, steuerfrei, aber wie willst du es ausgeben? Ja, da gibt es ja nichts zum Ausgeben, Alter. Die Shoppingmöglichkeiten sind begrenzt, die Restaurants sind bescheiden. Ja, auch alle. Teures Autofahren bringt ja auch nichts, weil das wird kaputt gefahren, die Straßen sind viel zu eng. Ja, klar, kannst du dir dann ein Haus kaufen, weil es jeder macht. Deswegen sind die Immobilienpreise total versoffen und abartig hoch. Ja. Also das muss man natürlich wissen, ob man das will. Jetzt und nichtsdestotrotz, wir haben vielen Mandanten geholfen, dann umzuziehen. Also insofern ist es natürlich absolut auch lebenswert und ein schöner Fleck. Aber eben eigen. Und man muss wissen, ob man sich das vorstellen kann. Jetzt haben wir vorhin gesprochen von Mallorca. Also wie gesagt, Spanien hat natürlich die Möglichkeit, dort 5 Jahre lang zu leben, ohne dass man ausländische Einkünfte versteuern muss unter dem sogenannten Beckham Law. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, Mallorca zu leben, ist ganz klar. Es ist in gewisser Weise kompliziert. Man muss dann auf jeden Fall Firmenstruktur haben in Spanien und im Ausland. Einfach sind diese Sachen alle nicht. Aber natürlich, wenn man den Süden mag, dann ist es absolut zugänglich. Hat ja auch eine tolle Folge gemacht mit einer Anwältin aus Spanien, Svenja Werner, sehr zu empfehlen, unten in den Shownotes. Genau. Es gibt natürlich dann auch die üblichen Kandidaten. Übersee kennt ja jeder, Dubai oder auch jetzt die Bahamas zum Beispiel. Interessant ist zum Beispiel sicherlich auch Französisch-Polynesien, Tahiti, weil das gehört zur EU dazu, da kann jeder hinziehen. Ja. Da braucht man kein Visum, auch keine Steuern. Aber wie gesagt, natürlich auch wahnsinnig weit ab vom Schuss, muss man sich überlegen, ob man sowas machen will. Dann gibt es natürlich in Europa noch die britischen Inseln, sowohl Irland als auch Großbritannien selbst. Großbritannien ist halt jetzt leider so, dass, wie gesagt, die Visa-Frage hier relativ kompliziert geworden ist. Ja, das heißt, es gibt für EU-Bürger hier keine einfache Möglichkeit mehr, ein Visum zu bekommen. Wir haben neulich einem Deutschen geholfen, dabei hier einen Anwalt zu finden, der das macht. Da war dann allein die Anwaltsgebühr, um das Visum zu besorgen, 7.000 Pfund. Oh. Dazu muss man dann an die NHS bezahlen, das Gesundheitswesen, pro Familienmitglied 3.000 Pfund. Ja, das waren also nochmal 12.000 und dann auch Visagebühren an den Staat, nochmal 1.000. Also alleine mich hinzuziehen mit einer Familie mit 4 Personen, locker mal 20.000, 25.000 Pfund. Ja. Das heißt, also der Brexit zeigt hier ganz klar seine Wirkung. Genau, also das heißt, das ist so ohne weiteres nicht mehr möglich. Ist natürlich machbar, ja. Aber Irland ist natürlich gegeben, Dublin natürlich absolute Möglichkeit.
auch dort die gleiche Sache wieder. Ich meine, in Irland regnet es schon wirklich jeden Tag. Ja. Also England ist ja das Wetter immer besser als in Europa, aber in Irland definitiv nicht. Ja. Also das heißt, man muss es mögen. Nichtsdestotrotz, also wir haben Mandanten, der hat ein Startup gegründet dort, kurz bis letztes Mal dahin umgezogen. Ist halt eine große Stadt, Dublin, ja. Also hat einen Charme, ist sehr international. Gibt viele Amerikaner, viele andere Europäer, das ist ein guter Vibe, ja. Es ist nicht so beengt, sage ich jetzt mal, wie jetzt Malta zum Beispiel. Aber das heißt, wir können eigentlich mal so ein Zwischenfazit machen und bei jedem Land so ein bisschen sagen, ich muss dafür gemacht sein. Also eben so wie ich in Malta dafür gemacht sein muss, muss ich in Irland mit dem Regen kein Problem haben und eben nicht erwarten, dass ich vielleicht in ein zweites Deutschland komme, sondern mich ganz klar auf Veränderung einstellen. Aber es gibt ja genug Unternehmer oder genug Menschen, die gerade auch das lieben, Fernweh haben und die neue Kultur total gerne aufsaugen. Genau. Also auch da wiederum, man darf diese steuerlichen Vorteile, die sind zwar wichtig natürlich, aber die darf man sich überbewerten. Wir hatten zum Beispiel einen anderen Mandanten, er und seine Frau, die hatten dort einen größeren Betrag geerbt und die sind nach Irland umgezogen, weil sie eben Verfechter des Homeschooling waren. Ja? Okay. Und das ist dort legal und sie wollten ihre Kinder unbedingt homeschoolen. Sie haben dort ein ländliches Anwesen, also eine Farm gekauft. Ja? Und leben da jetzt in Homeschool die Kinder, ja, also hatte gar keine steuerlichen Motive, das Geld wurde eh in Deutschland besteuert, ja, das war komplett versteuert, komplett clean, die hätten auch in Deutschland bleiben können, hätte es ja auch nicht mehr gekostet, ja, aber eben, also deswegen will ich sagen, ist diese steuerlichen Motive, den Menschen treiben andere Dinge um, oftmals ist das dann auch nur ein positiver Mitnahmeeffekt, die wollten einfach weg, aus einem ganz anderen Grund, ja. Hatte jetzt mit Steuern überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber natürlich, er gesagt, okay, jetzt mache ich es eh, dann kann ich auch sehen, wie kann ich hier meine Kapitalerträge im Ausland verdienen, muss dann in Irland keine Steuern zahlen, ist ja klar. Und wenn ich 10 Millionen habe und die lege ich gut an, dann mache ich jetzt ja 1 Million, die steuerfrei zu machen. Oder hier, wie die Grünen sagen, dann 48% drauf zu bezahlen, ist natürlich ein Unterschied. Also im Prinzip so ein bisschen krasser, im Prinzip so ein bisschen das Mantra, was wir auch in unserer Folge mit Benno in der Schweiz hatten. Man muss das Leben woanders genießen und wir hatten es jetzt heute schon mal. Es reihen sich Gründe auf und der steuerliche Grund ist dabei einer von vielen anderen. Gegen Ende teilt Sebastian noch einmal seine abschließenden Gedanken zu den Gründen, warum ein Wegzug aus Deutschland bei Interessenten stattfinden könnte. Also ich sag's nochmal, ich halte jetzt so eine Wahl oder sowas für einen Auslöser, dass man sagt, okay, also jetzt machen wir es, fertig, Punkt. Wir wollen schon lange nach Irland ziehen. Das Homeschooling war uns schon immer wichtig. Jetzt sind die Kinder 5 und 6 Jahre alt. Und jetzt haben wir diese Wahl und jetzt ist es endgültig vorbei. Jetzt gehen wir. So. Okay. So nach dem Motto. Ja. Das halte ich für durchaus vorstellbar. Ja. Und dann kann man auch sagen, wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, genau. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Wir wollen es sowieso machen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, bevor da weitere steuerliche Probleme auch hinzukommen, ja, und dann ist es weg und dann hat dann was gemacht, ja. Weil man ja vielleicht auch sagen muss, ich meine, so ein Umzug braucht ja eine gewisse Zeit, das Ganze sowohl zu planen als auch bürokratisch vorzubereiten, ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gemacht. Absolut, ja, es braucht mehrere Monate in der Regel, genau, und auch gerade wenn man es kaufen will natürlich, da muss man das richtige Anwesen finden und so, ist ganz klar. Genau, und das ist gerade ein guter Punkt, den du gerade eben genannt hast. Also es ist ja definitiv nicht so, dass man sich einfach abmelden, irgendwo anders wieder ankommen muss, ja dort ankommen muss, wohnen, man muss möglicherweise Gesellschaften gründen, sich steuerlich anmelden und so weiter und so fort. Also das heißt, die Empfehlung, wenn jemand sowieso weg will, dann soll er sich jetzt intensiv damit befassen, in welches Land für ihn passt und muss jetzt nicht im November oder so oder im Dezember damit anfangen, sich konkret damit zu befassen, denn es wird dann knapp werden. Also jetzt sind es doch 4 bis 5 Monate Zeit, die kann man noch nutzen. Und es wird dann sehr eng werden, wenn man damit später anfängt. Das heißt also, wenn man sich tatsächlich damit auseinandergesetzt hat und so die Wahl hat, dann wird zu den letzten Push gegeben, dann sollte man sich jetzt damit auseinandersetzen. Beratungsgespräche auf unserer Webseite buchen, sich mit den einzelnen Ländern befassen, sich mit seiner Familie, Ehepartner, Ehepartnerin, Kindern überlegen, was kommt für uns in Frage. Also ich meine, wir haben auch Mandanten, zum Beispiel jetzt gerade in die USA umziehen, ja? Ja. Auch wiederum keine steuerlichen Konsequenzen, keine steuerlichen Überlegungen, ist ja nicht besonders steuergünstig in die USA, aber die einfach sagen, was heißt ich mag den politischen Trend nicht. Wir haben eine Mandantin, die hat früher in der DDR gelebt, kam danach der Wende nach Deutschland, ein Unternehmen aufgebaut und sieht jetzt so die Ideen, die so dort suggeriert werden und sagt sich, das erinnert mich zu sehr an die DDR. Ich will weg, ja. Die will jetzt nach Texas umziehen und ist schon 69. Ja. Okay, Wahnsinn, ja.
Ja, also wie gesagt, steuerlich, klar, es drückt sich so in Steuern aus, ja, aber da geht es eher nicht eher um andere Motive und Motivationen, die den zugrunde liegen. Das waren unsere Gedanken und Einschätzungen zu den Neuerungen im Bereich der Steuern, die durch die Bundestagswahl stattfinden werden. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle und immer, die es ins Ausland ziehen.